Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Kanal-Update. Ja, lang ist's hier mit dem letzten Kanal-Update. Jetzt wird's aber mal wieder Zeit, denn es gibt ein oder zwei Ankündigungen, die ich zu machen habe. Zum einen eine Ankündigung bezüglich der technischen Umsetzung oder inhaltlichen Umsetzung weiterer Videos, sowie einige Neuerungen und Updates zu gewissen Formaten, die ja immer noch seit langem in Planung sind. Ich denke, einige von euch werden wissen, um welche Formate es sich handelt. Ich bin hier gerade so ein bisschen am Sortieren. Jetzt tun mir aber langsam die Augen weh und ich dachte, dann mache ich mal eine kurze Pause und nehme hier das Video auf. Das ist, glaube ich, Tinbox Nummer 20 oder so. Ich habe eine schöne Oldschool-Sammlung reinbekommen mit ein paar neueren Sachen, die man auch sehen kann. Und ja, da wird es kein Opening zu geben. Nicht, weil sie nicht krass genug ist, sondern weil ich natürlich nicht alles zeige. Das wisst ihr ja, das habe ich ja schon des Öfteren angesprochen und auch erklärt, warum das so ist. Und genau, alles Weitere erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Es wird ein kurzes Video. Ich möchte keine lange Ansprache halten. Ich lege auch gleich los. Thema Nummer uno. Ihr habt es ja im letzten Video bestimmt mitbekommen. Wir haben jetzt Untertitel in den Videos und natürlich wurde in den Kommentaren gleich wieder geweint, so wie das häufig ist, wenn irgendwas neu ist sozusagen. Insgesamt gab es zwei Kommentare, die das Ganze ein bisschen kritisch betrachtet haben. Ein Kommentar hat 8 Likes bekommen. Das heißt, ich nehme mal an, dass die Leute das genauso gesehen haben, die das geliked haben. Normalerweise, Leute, ihr wisst es, ich mache ja einmal im Jahr eine Umfrage zur Qualität des Kanals. Die wird jetzt auch im Juni wieder stattfinden. Und auch wenn mir auffällt, dass wirklich verhältnismäßig viele Leute sich über einen Punkt beschweren, dann mache ich da auch eigentlich nochmal eine Umfrage zu. Das spare ich mir in diesem Fall, weil sich an den Untertiteln schlichtweg nichts ändern wird. Punkt. So, woran liegt das? Das ist ganz einfach. Ihr wisst, normalerweise versuche ich es euch immer recht zu machen. Ich habe für euch extra ein Opening-Format eingeführt, obwohl ich das eigentlich für überflüssig gehalten habe. Ich habe im Allgemeinen viele Änderungen vorgenommen, die euch gestört haben in den Videos, wenn ich mal was Neues ausprobiert habe und so weiter und so fort. In dem Fall muss ich allerdings hartnäckig bleiben und das liegt einfach daran, dass, ihr wisst es ja, ich eine Ausstellung plane und um diese Ausstellung zu einem Erfolg zu führen, bedarf es nicht nur einer Menge an Karten, sondern auch einer gewissen Reichweite. Und mit jetzt knapp 3000 Handeln an Abonnenten machst du halt nichts, ne? So, das bedeutet, um mit diesem Projekt überhaupt realistisch anfangen zu können, brauche ich mindestens 10.000 Abos. Das heißt, ich möchte auch ein bisschen internationaler werden. Und da ich weder Englisch sprechen noch schreiben kann, da ich mir sonst immer vorkomme wie der neue Hauptakteur einer neuen Teletubby-Staffel, habe ich mich dazu entschlossen, neben Untertitel einzuführen. Ich habe mich damit jemand anderem kurz geschlossen, den ihr demnächst auch kennenlernen werdet, da ich so eine Art Partnerschaft mit ihm anstrebe hier auf diesem Kanal, der mir diese Texte für natürlich eine gewisse Entlohnung übersetzt, was eine heiden Arbeit war, 3 Stunden für ihn, einen kompletten Tag Editing für mich. Ich habe das erste Video ja tatsächlich, also die Untertitel des ersten Videos habe ich ja tatsächlich in meinem Bearbeitungsprogramm hinein editiert. Natürlich gibt es diese Funktion auch auf YouTube selbst und darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Ich habe, weil das doch die ein oder andere Person gestört hat, mir direkt mal Gedanken gemacht, wie man das lösen kann, ohne dass es da wieder ein riesen Geschrei herrscht und so weiter und so fort. Und da werde ich euch jetzt einfach einen Kompromiss aufs Auge drücken. Denn das ist meiner Meinung nach so die einzige und beste Möglichkeit, wie man das lösen kann für all jene, die das stört. Und zwar wird ein Video zunächst einmal ohne Untertitel erscheinen. Das heißt, die Premiere ist erstmal ohne Untertitel und auch 1 oder 2 Tage danach ist dieses Video auch noch ohne Untertitel zu sehen. Anschließend wird über die YouTube-Funktion, es gibt ja auf YouTube die Funktion Untertitel einzufügen, über diese Funktion werden dann die Untertitel nachträglich ins Video eingefügt. Da wird dann auch der Titel des Videos geändert. Da wird dann ein Englisch-Sub hinzugefügt am Ende. Und dann wisst ihr, dass diese Titel, dass diese Videos jetzt mit englischem Untertitel zu sehen sind. Das heißt, die Leute, die sich an den Untertiteln stören, können ihre Videos zunächst einmal ohne irgendeine in ihren Augen qualitative Beeinträchtigung gucken. Und anschließend sind diese Videos auch für Leute, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, aber dafür Englisch verstehen, eben mit Untertiteln verfügbar. Ich denke, so sollte eigentlich jeder zumindest halbwegs zufrieden sein. Ich habe eben die Möglichkeit, ein bisschen internationaler zu werden, was meine Videos angeht. Die Leute fühlen sich jetzt durch die Untertitel im Bild nicht gestört und alle sind glücklich. Ja, dann gibt es noch das Thema Formate.
Da gibt es wieder so ein allgemeines Update. Ich möchte jetzt tatsächlich wirklich mal die Sache mit dem Yu-Gi-Oh! History in Angriff nehmen. Ich möchte das am anderen Set machen, weil zuerst wollte ich das ja mit Dual Overlord machen. Das Set ist viel zu groß und die Leute haben irgendwann keinen Bock mehr, das alles zu erklären und dann ist das Ganze eingeschlafen. Dementsprechend fangen wir mit etwas Kleinerem an, nämlich mit Dual Devastator. Zunächst mal habe ich da schon ein OVP-Ding da, denn ihr wisst ja immer, wenn ich so ein Video zu einem Set mache, möchte ich auch ein OVP-Produkt da haben, das wir dann am Ende aufmachen. Und das wir natürlich auch am Anfang ein bisschen angucken und deswegen kann ich zum Beispiel kein LOB machen, weil ich habe einfach kein First Edition oder auch Second Edition LOB Display da und momentan habe ich auch nicht gewillt dafür, das Geld auszugeben tatsächlich. Und ja, dementsprechend fangen wir damit an. Ich versuche das jetzt tatsächlich in Angriff zu nehmen. Jetzt morgen kommt noch ein OCG Mega Opening, danach kommt definitiv noch eine Folge Neuzugänge, weil ich habe schon wieder dafür 3 Folgen da. Ich möchte nicht, dass sich das wieder so anhäuft, dass ich nicht mehr daherkomme und dann am Ende ein Mega Opening daraus basteln muss. Und dann wird definitiv erstmal ein bisschen Pause sein, weil ich erstmal dann an diesem Format arbeiten möchte, bis die erste Folge steht. Anschließend wird recht viel Sammelkarten-Checkmäßiges am Start sein. Natürlich werden wir uns mal wieder was aus der Sammlung angucken, aber vorrangig werden erstmal so ein paar kontroverse Diskussionsvideos am Start sein. Zum einen wollen wir uns anschauen, ob Commons jetzt wirklich Schrott sind, so wie es viele eben darstellen, weil sie halt nicht holographisch sind und so häufig sind, oder ob das halt tatsächlich nicht doch ein kleines Meisterwerk ist, wenn man das so möchte. Ich möchte das Ganze also nicht hier aus der Perspektive betrachten, sondern aus der Perspektive des kleinen Kindes, das sich über die Bilder freut. Und ich möchte natürlich auch über die Printqualität in dem Video reden. Welche Prints sind jetzt besser, die alten oder eben die neuen? Ist es nicht vielleicht so, dass die alten Prints uns nur deshalb besser vorkommen, weil da eben ein bisschen Nostalgie mit dabei ist oder vielleicht eben, ja, genau deswegen? Das sind dann so Sachen, die anschließend diskutiert werden. Also es kommt auf jeden Fall eine Menge Interessantes auf uns zu. Sehr viel Sammelkartencheck, weil Sammelkartencheck eben das umfangreichste Format ist. Das ist so dieses Off-Topic-Format, sage ich mal, wo ich wirklich alles reinhau, was jetzt keine eigene Playlist hat. Und ja, das ist so das, was jetzt in nächster Zeit auf uns zukommt. Auch The Best Art ist nicht abgesetzt. Da hatten wir ja 3 Folgen gedreht und dann ist das erstmal eingeschlafen. Das liegt daran, dass mir die Technik fehlt. Ich brauche eine zweite Kamera, ein zweites Stativ und ich will ein Galgenstativ haben, um auch die nächsten Openings aus der Vogelperspektive zu zeigen. Da muss ich mir erst noch das entsprechende Equipment dranholen. Stativ wird kein Problem, Kamera schon eher, weil ich möchte natürlich was in ähnlicher Qualität wie die hier und die hier, der auch 600-700 € gekostet. Und dementsprechend wird das definitiv noch eine Weile brauchen. Ich muss mir jetzt auch langsam mal Gedanken machen, wie ich das ganze Projekt finanzieren möchte. Das wird wohl nur über Spenden gehen. Ob ich jetzt Kickstarter mache oder Patreon oder ob ich einfach die Möglichkeit gebe, auf mein PayPal-Konto was zu schicken. Mir ist alles in allem das ganze Thema noch recht unangenehm. Ich bin wirklich niemand, der gerne nach Geld fragt oder so, aber wisst, wie teuer das wird. Und da wird wohl irgendwann kein anderer Weg möglich sein, als eben der euch zur Kasse zu bitten, sozusagen. Ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht, wenn jeder aktive Zuschauer auch im Monat nur einen einzigen Euro spendet, dann sind das 500 bis 600 € pro Monat, die kann man sparen, da kann man schon super was mit anfangen. Aber das sind auch Dinge, die stehen wirklich in den Sternen, da werden noch viele Kanal-Updates folgen und viele Abonnenten hinzukommen, bevor wir damit wirklich anfangen, also da müsst ihr euch noch keine Sorgen machen. Genau, das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein mit dem Kanal-Update, ihr seid jetzt auf dem neuesten Stand. Morgen kommt das OCG Mega-Opening, ich weiß nicht, wundert euch nicht, wenn hier der Rahmen fehlt, weil ich habe keinen Rahmen für Kanal-Updates. Ich habe jetzt mal angefragt, ob er mir das noch geschwind basteln kann. Muss ich gleich mal gucken, ob er mir geantwortet hat. Falls ihr ihn nicht seht, dann hat er keine Zeit gehabt. Ja, wir sehen uns zu einem weiteren Kanal-Update und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.